Hallo meine Freunde, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zurück. Also, Freddy ist vor kurzem länger. Jetzt schon ein bisschen länger her, als ich das mal gestreamt habe. Ja, das lag daran. Entweder fahr mir nicht so danach. Oder letzte Woche war ich einfach nicht zu Hause. Da war ich einfach. Sehr geiles Event gewesen. Und ja, heute ist der letzte Freitag in diesem Jahr. Nächsten Freitag wird es keinen Stream geben. Kann ich schon sagen. Aber dafür gibt es wahrscheinlich zum Jahreswechsel Silvester. Euch geht's gut soweit. Ja. Weil ja jetzt in letzter Zeit viele Leute krank geworden. Über 9 Millionen habe ich gehört hier in Deutschland. Also, das war schon krass. Wenn möglich, bitte wenden. Ja, weshalb auch einige Züge ausgefallen sind. Das war jetzt ein Kotzen. Da können die Leute ja nichts hören. Okay, du hast dich wirklich gut geschlagen. Du musst nur noch das nächste Rennen gewinnen, dann gehört die Meisterschaft dir. Ach so. Dann fahren wir die Meisterschaft jetzt zu Ende hier. Wusste ich gar nicht, dass jetzt der letzte Rennen war.
aufs Feld zu kommen, dann doch halten. Ich wollte ja nachgucken, wo der Scheunenfund sich da versteckt. Weil da in der letzten Folge hatte ich ja mich gesucht und einfach nichts gefunden. Was wie fehlerhafte Markierungen es gibt, gab es schon. Die Scheune hat sich schon irgendwo in der Zone versteckt, aber manchmal war es halt so gut versteckt, dass es nicht gleich gesehen hat. Da hat bei mir dann einfach Doktor. Ach nee, doch noch nicht. Oh, da vorne jetzt. Prima, noch ein Sieg. Du hast gerade eine weitere Meisterschaft gewonnen. Ich habe gehört, dass du ein paar Top-Fahrern des Festivals aufgefallen bist. Das sind die gleichen Fahrer, die ein Auge auf einen Platz im Horizon-Finale geworfen haben. Also, sieh es als Kompliment. Gemacht. Mit diesem Sieg hast du die Qualifikation fürs Horizon Finale schon halb in der Tasche. 7 Meisterschaften noch. Okay, ich weiß nicht, ob du Bescheid weißt, aber das nächste Schaurennen beginnt bald. Triff mich hier. Okay. Stufenaufstieg erreicht. Natürlich. Hey Kumpel, hast du das Gerücht schon gehört? Anscheinend steht in irgendeiner Scheune ein herrenloser Oldtimer rum. Sieh mal auf deiner Karte nach. Nicht weit von hier steht einer von Horizons Top-Fahrern. Seine Position ist auf dem GPS markiert, wenn Sie ihn zu einem Duell herausfordern möchten. In 400 Metern nach links abbiegen. Auf der Karte nachgesehen? Wegen dem Scheunenfund. Anna müsste den Standort auf deiner Karte markiert haben. Aber noch kurz. Checken hier nochmal ab. Das kann doch nicht
sein, dass wir uns nicht finden können. Muss ja hier irgendwo sein. Ah, hier! Gefunden! Wow, fantastisch! Zwei Funde in Folge? Ob der so gut ist wie letztes Mal? OVW-Bus T1. Oh mein Gott, was für ein Fund! Mein Onkel ist immer mit so einem auf dem Horizon-Festival gewesen. Ich mach mich direkt an die Arbeit. Nee. Ich kann dir keinen Rennwagen versprechen, aber er wird in jedem Fall toll aussehen. T2. Ah. Ich habe keine Ahnung, wie der erste aussah. Ich glaube, das ist gar nicht meine Generation davor. Läuft zwar alles anders. Na schön. Sie sind viel schneller, als Sie aussehen. Deine Rennstrecke ist äußerst kurvenreich. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Thank you.
offiziell schneller als ein Ballon. Oh, ja, okay, du hast das schon gewusst, aber so konnten wir es in einem coolen Rennen beweisen. Man darf schon Landschere verhalten. Schön, Leute, das war's für heute mit dem Rennen in Montalino. Wir versammeln uns am Treffpunkt und weiter geht es mit der Autotour. Oh ja, oh, nach Nizza, das ist geil. Mein Lieblingsort. Sie haben einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Und Jaguar. Wunderschön, British Racing Green. Thank you.
22 ist schon nicht schnell. Zum Fahrzeug aus der Zeit. Das hier ist die Rare Classic Meisterschaft. Das ist wahrscheinlich die einzige Meisterschaft, die es mit der Hypercars aufnehmen kann, was den Wert des Feldes angeht. Okay, such dir ein Rennen aus, um mit der Meisterschaft zu beginnen. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Die Innenausstattung hat mich eine Menge Arbeit gekostet. Und Camper sind nun nicht gerade mein Spezialgebiet. Ort, Mustang SVT Cobra Air. Wunderschön. Jetzt verpassen wir der Raubkatze noch ein paar Zusatz-PS. Hey, wie läuft's? Bestens. Wir brauchen erstmal. Thank you.
So, hier haben wir zwei schon. Und die abgeholt hier. Er gehört jetzt dir. Versuch mal ein neues Getriebe für einen 1970er Renault aufzutreiben. Nicht zu danken. Ich lebe für den Job. Schick das Teil. Und der VW-Bus. Da ist er. Sieht aus wie neu. Ich musste die Matratzen austauschen, sind also nicht original. Dafür sind sie sauber. Also, fährst du jetzt damit zum Camping? Das ist schon cool, das Teil. Reicht zweimal als Spielzeugauto sogar noch irgendwo zu stehen. Fand ich damals cool, noch gar nicht genau. Die Schiebetür immer aufmachen. Das war schon cool. Das ist definitiv einer der kultigsten Autos, die ich kenne. Ja, und jetzt geht's ab zum Rennen. Aufgebohrten Jaguar E-Type von D auf B. Du dürft jetzt ordentlich Zorn dahinter stecken jetzt. Rechts abbiegen. Oha, ja. Das ist schon ein Unterschied. 100 Metern scharf nach links abbiegen. Der erhöhten Leistung macht dem Auto viel mehr Spaß. Ja.
Ah, scheiße. Ja, noch nicht dazu, ey. Scheiße. Ah, Mann, ey. Und die Mülltonnen so massiv.
ausgezeichnetes Rennen. Wieder ein großer Sieg. Ja, war diesmal nicht ganz so geil, das Rennen. Reicht wieder für mich. So, was kriegen wir diesmal? Volkswagen Corrado. Alles klar. Dann. Och nee. Streckenrennen. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Na gut. Schieße ich auch dazu. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Eieiei, die Runde ist ziemlich lang. Thank you.
einmal gefunden. Jetzt ist Rennen auch geschafft. Sag mal, jetzt hier. Großartig, Kumpel, einfach großartig. Du hast schon ganz schön viele Fans. 4,22. Naja, geht ja noch. So, ein Sprint. In 200 Metern nach rechts abbiegen. Würde ich sagen, eine Meisterschaft fahren wir dann auch noch. Rechts abbiegen. In 100 Metern nach rechts abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Alles klar, Kumpel. Du bist in einer sehr guten Position. Noch ein Rennen gewinnen, dann gehört die Meisterschaft dir. Auf geht's.
Bei dir sah das aus wie ein Kinderspiel. Ja, noch eine Meisterschaft. Du bist auf dem besten Weg ins Finale. Fahren, Kumpel. Du hast dir gerade dein blaues Armband verdient. Das war die letzte Meisterschaft für diese Autotour. Wenn du hier in Nizza Massena kommst zum Treffpunkt, dann fahren wir zurück zum Festival für die Preisverleihung. Ach so. Okay, kriegen wir ein preises Armband. Die soll jetzt bestimmt wieder Geld sein. Nein, ein 2000er GTR. Nice. In 400 Metern nach rechts abbiegen.
100 Metern nach rechts abbiegen. Okay, du hast es geschafft. Lass uns vorher noch ein bisschen Party machen, bevor wir morgen unsere Autotour fortsetzen. Hey Mann, ich will nicht nerven, aber jetzt wäre ein sehr guter Zeitpunkt für einen neuen Wagen. Auf dem Weg zu unserem nächsten Halt kannst du dich einfahren, bevor es wieder ernst wird. Ja, Classic Races, das ist so ähnlich wie das, was wir jetzt eben gerade hatten. Also, Track Twister hat man noch davor oder so. Mit dem Chloe-Wagen. Bentley können wir uns gar nicht leisten. Ach, scheiße. Ah, würde ich sagen, Maserati. Leute, alle bereit? Erster Halt unserer heutigen Tour ist die alte Stadt Sisteron. Es ist eine ganz schöne Fahrerei, aber dafür sind wir schließlich hier. In 400 Metern nach links abbiegen. Nach links abbiegen.
willkommen bei der GT Cars Meisterschaft. Hier fahren ein paar der schönsten Autos der Show. Zumindest meiner Meinung nach. Such dir ein Rennen aus und wir beginnen mit der Meisterschaft. Ja, auf geht's. Oh ne. Oh, Rundstreckenrennen. Nochmal 20 Punkte.
Forza-Teilen schon anders. Stufenaufstieg erreicht. Thank you.
gefahren, Kumpel. Und schon wieder ein Sieg. Gut gemacht. Wird ja langsam zur Gewohnheit. So, ein Rennen haben wir jetzt noch vor.
So weit bist du schon gekommen. Nur ein Sieg noch, das reicht. Sprints, das wahrlich nicht. Strecken, die der jetzt gesagt hat. Stell es langsam. Oh. Aber nein. Schön gefahren, Kumpel. Du machst dir langsam richtig einen Namen. Genau so. Hol dir einfach einen Meisterschaftssieg nach dem anderen. Okay, Leute, das war's für heute mit dem Rennen ins Historon. Kommt am Treffpunkt zusammen, wenn ihr weitermachen wollt. Dann geht es zum nächsten Ziel auf dieser Autotour. Ja, und dann möchte ich mich verabschieden für heute. Und dieses Format wird dann im neuen Jahr dann erst weitergehen. Freut mich, wenn er erstmal vielen Dank fürs Zusehen und freut mich, wenn es euch gefallen hat. Und naja, bleibt gesund, habt schöne Feiertage und man sieht sich. Bis dann. Ja.